Heute werde ich versuchen, 1 Million Goldnuggets zu sammeln, da ich die 2000 Abonnenten auf YouTube geknackt habe. Nochmal vielen Dank dafür. Und ihr habt euch gewünscht, da ich 500 Goldnuggets für jeden Abonnenten sammle. Dafür brauche ich allerdings erstmal eine Farm und die benötigt natürlich Materialien, die ich hier in Kisten packen muss. Also hole ich die erstmal als erstes. Also mal kurz in den Wald und ein paar Bäume fällen, die sowieso schon keine Blätter mehr hatten, weil ich die für die Enderman-Farm verwendet habe. Die Kisten genügen jetzt, um alle Materialien, die die Farm benötigt, zu verstauen. Also würde ich sagen, Mob-Switch an und ab in den Nether und Magma-Blöcke sammeln. Manchmal kam dann auch so ein komischer Dude und dachte, er könnte mir was anhaben, aber dank meines OP-Schwerts aus der letzten Folge, gerne anschauen, falls ihr sie nicht gesehen habt, war das natürlich gar kein Problem und ich konnte direkt wieder ans Farm gehen. Der erste Schalker ist voll. Und falls ihr euch fragen solltet, wie viele Magma-Blöcke ich genau brauche, es sind 10.000. Okay. Alles, was ihr hier sehen könnt, ist also ein Drittel. Jetzt aber zurück in den Nether. Die anderen Blöcke farmen sich schließlich nicht von selbst. Das ein oder andere Mal kam dann auch so eine fette Kreatur. Das war allerdings auch kein Problem. Was allerdings manchmal ein Problem war, ist Lava. Denn da bin ich sehr oft reingefallen. Aber dank halber Netherite-Rüstung und goldenen Karotten war das auch gar kein Problem und ich habe immer problemlos überlebt. Diese Aussage muss ich später vielleicht zurückziehen, aber jetzt lasse ich sie erstmal so stehen. Guckt auf jeden Fall also bis zum Ende, um zu sehen, ob ich irgendwann noch in Lava draufgehe. Falls ihr übrigens die gleiche Goldfarm bauen wollt, dann gibt es noch ein paar Tipps. Erstmal tut's nicht. Es ist kompletter Overkill. Aber falls ihr auf Sultan steht und daneben Lava ist, verbrennt ihr trotzdem, so wie ich hier schmerzhaft rausfinden musste. Was zum Teufel? Ja, wenn man auf der Ecke von einem Soul Sand Block steht, steht man in Lava, wenn Lava im Block nebendran ist? Da irgendwann dann meine Spitzhacke auch so langsam ihren Geist aufgab und immer kaputter ging, wurde es Zeit für einen Trip ins Ende. Der nächste Block, den wir nach dem Magma brauchen, oder beziehungsweise ein anderer, von dem wir sehr viel brauchen, ist Obsidian. Denn davon brauchen wir 730 und das dauert eine Weile zum Abbauen. Deswegen mache ich das jetzt mal, wenn ich schon gerade im Ende bin. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann knapp 2,5 Stacks Obsidian gefarmt. Und da mir das Ganze viel zu lange ging, habe ich mir Bambus geholt, um meine Strategie zu wechseln und das Obsidian zu traden. Nun ja, das war der größte Fehler, den ich hätte machen können, denn erstens habe ich das ganze Setup erstmal in einem falschen Biom gebaut. Ich glaube, ich baue das Ganze doch lieber mal in einem Crimson Forest. Und zweitens war das ganze Traden auch viel zu langsam, weshalb ich dann wieder ins Ende bin und weiter den Turm abgebaut habe. Es ist endlich soweit. Es ist nicht mehr die Schalke, die ich eigentlich mitgenommen habe. Keine Ahnung, wo die geblieben ist, aber wir haben genug. Um genau zu sein, haben wir sogar 14 zu viel. Nach einem kurzen Trip zur Enderman Farm, um alle meine Tools wieder zu reparieren, ging es dann also wieder in den Nether für die Magma-Blöcke. Da allerdings die Magma-Blöcke mit dem Shader und... Don't get me wrong hier, der Shader ist wirklich richtig, richtig geil. Allerdings, die Magma-Blöcke, die blenden mir die Augen weg. Deswegen habe ich mal den Shader ausgemacht und ich habe auch mal die alten Texturen verwendet. Also, falls ihr euch wundert, warum das so blöd aussieht. Ja, das sind halt die alten Texturen. Die alten Texturen habe ich aber dann relativ schnell wieder ausgemacht. Aber der Shader muss weiterhin ausbleiben, weil sonst einfach meine Augen weggeätzt werden würden. Und dann habe ich den Spruch hier gedroppt. So, hoffentlich muss ich da nie wieder rein für diese Farm. Und natürlich musste ich nochmal rein. Wie soll es denn auch anders sein? Und hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie ich ein paar Mal in die Lava gefallen bin. Spoiler, ich habe alles überlebt. Oder hab ich's? Schaut auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, um zu sehen, ob ich wirklich alles überlebe. Okay, dann sollte das jetzt hoffentlich
genug Magma sein. Da die Baublöcke als nächstes drankommen, brauche ich erstmal Mendig auf meine Sylktat-Spitzhacke und natürlich auch mein ganzes Zeugs reparieren. Und dann ging es auch schon ans Abbauen. Das Ganze habe ich ganz knapp über Deep Slate gemacht, in der Hoffnung, ein normales Diamanterz zu finden. Ob ich das gefunden habe, müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Kleiner Spaß. Nee, ihr seht jetzt, ich habe eins gefunden. Let's go! Den Stein hatte ich zwar noch nicht komplett, aber ich musste erst den Sand sammeln, damit dieser schon in den Ofen kann, da ich im Moment nur 2 Öfen hatte und somit das Ganze eine Weile dauert. Da das hier jetzt mein seltenster Block ist, könnt ihr dafür auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wo der hin soll. Und dann ging es auch schon wieder weiter mit dem Steinsammeln, wo ich aus Versehen kurz in meine Zuckerrohrfarm gegraben hatte. Na, aber das Leck habe ich ziemlich schnell gefixt. Okay. Nach 5 Stunden Farm hatte ich also die Materialien, von denen ich am meisten brauchte. Magma, Stein, Glas und Obsidian. Nun ging es also an den ganzen Krimskrams, wie zum Beispiel Eisenblöcke. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Strings, Redstone, Packed Ice. Redstone Repeater. Oh, right. Oh ja, die sind nicht mehr wütend auf mich, das ist gut. So, 22 Boote, 83 Smooth Stone Slabs, 21 Redstone Comparator. Comparator, nice. 20 Soul Sand. Oh mein Gott, Bro, ich hab nichts. Essen. Komm schon. Oh mein Gott. Also dann haben wir die 20 Soul Sand und die 6 Glowstone, 20 Buttons. 19 Redstone Torches. Als nächstes ging es dann wieder in den Wald, um genug Holz für Trapdoors zu holen. Ich glaube, ich habe mich leicht verrechnet. Ich glaube, ich hätte nur die Hälfte gebraucht. Fences, Fence Gates und 4 Carpets, 8 Powdered Snow Buckets. Ja moin, einfach ein Igelboo. Und da sind die 8 Powdered Snow Buckets. Wo sind die ganzen Bienen hin? Während ich also hoffte, dass meine Bienen zurückkehren und mir irgendwie Honig herstellen, was sehr unwahrscheinlich war, bin ich also auf Schildkrötenjagd gegangen. Also nicht Jagd, ich habe sie nur gesucht. Allerdings habe ich sie sowieso nicht gefunden, weil ich in der Wüste gesucht habe und nicht an einem Strand einfach bei mir zu Hause, da ich mit der Realisation viel länger gebraucht habe als ihr jetzt. Und von gelegentlichen Goldäpfeln in Pyramiden abgesehen, gab es da nicht viel Spannendes zu berichten. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein fettes Upgrade für die Bienen, dass sie nicht wieder fliehen. Den ersten Honigblock. Nice. Und das heißt, nachts gehe ich jetzt rüber und hole den Slime und gucke, dass ich die Honigblöcke sammle. Ja, oh mein Gott, Bro. Obwohl ich nun Schildkröten hatte, hatte ich immer noch keine Schildkröten-Eier, weil ich die Schildkröten eingebaut habe. In der Nacht muss ich allerdings sowieso rüber in den Sumpf zu den Monstern, um die ganzen Slimes zu farmen. So, damit haben wir jetzt schon 13 Slime-Blöcke. Das Problem ist, wir brauchen nur 12. Hierhin 18 Turtle Eggs. Geschafft. 17 nicht bewegbare Blöcke und 8 Sticky Pistons. Und nach dem ganzen Larifari AFK stehen und Honig von den Bienen einsammeln, geht es nun wieder als Förster in den Wald und ein paar Bäume werden gefällt, denn ich brauche Holz für meine Kisten und für die Trichter, für das Lagersystem der ganzen Farm. Oh, es gibt noch eine zweite Seite. Oh Gott. Wir brauchen 3 Beacon. Hä? Wieso ist er auf einmal... Bro, hä? Wo, was zum Teufel? Was zum Teufel? Ja.
Da ist der letzte Kopf. Let's go. Alright. Das waren dann jetzt die drei Wither. Zwei Composter, zwei Stonewalls. Ein Sand, ein Kaktus. Eine Endertest. Ich bin nur noch 10. So, Sticky Pisten. Zack. Dispenser. Ich glaube, ich habe einen aus Versehen gehittet. Da dann nur noch die Honigblöcke fehlten, stand ich einfach AFK vor dem Bienengehege und habe auf den Honig gewartet. Der letzte Honigblock. Damit habe ich jetzt gefühlt 10 Stunden damit verbracht, diese ganzen Materialien zu sammeln. Jetzt ist es Zeit, die nächsten 5 Stunden oder so damit zu verbringen, das Ganze wieder zu platzieren. Los geht's. Und wir fangen an mit der Portalgrundstruktur, gefolgt von einem Dach, das darf natürlich nie fehlen. In die Mitte kommen dann die Turtle-Eier auf das Glas und außenrum die ganzen Trapdoors. Und nun kann es auch endlich losgehen mit den Magma-Layern. By the way, das ganze Ding hier ist 100.000% schneller gemacht. Da ich es irgendwie geschafft habe, zu wenig Magma-Blöcke zu haben, bin ich nochmal schnell in den Nether und habe die letzten geholt. Das hier waren also wirklich die letzten Magma-Blöcke der Goldfarm. Dann muss auch hier natürlich noch ein Dach drüber, sonst kann das passieren. Jo, okay. Und es muss ein Layer String um die letzte Magma-Plattform, gefolgt von einer Glas-Plattform für bessere Spawn-Raten. Und dann ging es auch schon wieder in die Oberwelt. Hier gab es Sachen zu tun wie Portal abbauen, wieder Portal aufbauen, unsichtbaren Boden bauen. Und natürlich die Overworld Bridge, bestehend aus diesem Steinding hier, von dem der Bau richtig genervt hat, weil dauernd diese blöden Phantoms unterwegs waren. Außerdem muss da natürlich auch noch ein Aufzug rein, also Wasser drüber, Kelp drunter. Außerdem gibt es hier noch jede Menge Krimskrams zu tun, das kann ich euch aber leider nicht erklären. Falls es euch interessiert, schaut euch gerne das Tutorial an, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Eine Sache darf allerdings nicht fehlen, richtig, ein Dach. Und wenn das fertig ist, können wir auch direkt wieder in den Nether und an der Killing Chamber arbeiten. Da müssen nämlich jede Menge Boote ins Portal. Kein Plan warum, aber scheint zu funktionieren. Deswegen mache ich es einfach mal nach. Dann hier noch der Armor Stand. Alright, Killing Chamber ist anscheinend jetzt fertig. Das ist aber noch kein Grund, um sich auszuruhen, denn es geht weiter mit dem Storage-System. Denn wir brauchen erstmal das ganze Zeug, was die Items transportiert. Und dann die Item-Sortierer und natürlich auch die Kisten, wo es dann am Ende gelagert wird. Um die Farm allerdings mit maximaler Rate betreiben zu können und dabei nicht zu sterben, brauche ich hier noch 3 Beacons. Dafür habe ich auch das ganze Eisen gebraucht. Da mein Netherite-Schwert Fire Aspect hat und somit den Amos End kaputt machen würde, brauche ich also ein neues Dia-Schwert mit neuen Verzauberungen. Und dann ist auch schon der allerletzte Schritt, die Portale anzuzünden. Und Nummer 4, das letzte Portal der Goldfarm, ist an und die Farm zu testen. Und instant zu merken, dass ich irgendwie zu doof dafür bin, weil ich den Armor Stand kaputt gemacht habe. Naja, mit neuem Armor Stand geht's jetzt erstmal weiter. Und ein Pfeil aus purem Gold darf natürlich auch nicht fehlen. Ich muss ja wissen, wo ich mein ganzes Geld verdient habe. Außerdem ist es Zeit, die restlichen Kisten und Hopper zu platzieren. Und natürlich wäre es kein 20er20 Video, wenn nicht das hier passieren würde. Frechheit. Naja, passiert. Stuff wieder aufgesammelt und noch ein bisschen oben am Storage rumgebaut, denn ich brauche ja auch irgendwie eine Plattform, auf der ich stehen kann, um die ganzen Sachen dann irgendwann zu craften. Und dann geht es in den richtigen ersten AFK-Test, doch hier ist das passiert. Das war zwar nicht so schlimm, weil ich einfach den Armor Stand ausgetauscht habe, doch dann passierte das. Und das hat mich beunruhigt. Ist danach zwar nicht mehr passiert, aber für die Spannung von diesem Video ein guter Moment. Das kommt übrigens dabei raus, wenn man die Lava nicht platziert und das ganze Zeug einfach auf den Boden fällt. Also lieber Lava platzieren. Und dann kann man auch gleich viel schneller, weil es weniger laggt, weiterfarmen. Außerdem ist es jetzt offiziell, XP-Orbs können besser Parkour als ich, denn die können einfach über Lava drüber springen.
Hä? Dafür können sie allerdings nicht so gut Gold farmen wie ich, was ich jetzt erstmal wieder machen darf. Und Leute, schaut auf jeden Fall unten auf die Levelleiste, denn ich finde, das sieht relativ satisfying aus. Und falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze dann im Hintergrund zusammencrafte, und zwar leere ich einfach eine Kiste mit Goldnuggets aus, nehme 9 Stacks Goldnuggets, crafte sie zu einem Stack Goldingots, leere die Goldingots-Kiste aus, nehme 9 Stacks Goldingots und crafte sie zu einem Stack Goldblöcke. Diese packe ich dann hier in die Kiste. Leute, es ist endlich soweit. Und zwar könnt ihr hinter mir 4 Kisten erkennen. Und wenn wir mal in die Kisten reingucken wollen, dann sehen wir eine Kiste komplett voll mit Goldblöcken, 2 Kisten komplett voll mit Goldblöcken, 3 Kisten komplett voll mit Goldblöcken, knapp 4 Kisten komplett voll mit Goldblöcken, wenn ihr euch das selber ausrechnen wollt, gerne, aber das Ganze beläuft sich auf knapp über 1 Million Goldnuggets. Somit Ziel erfüllt und das Einzige, was jetzt noch übrig... Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist das Ganze zurück zur Base zu schaffen. Eine Kiste, 2 Kisten, 3 Kisten und fast 4 Doppelkisten von Goldblöcken. Es ist vollbracht, Leute. Kompletter Müll, dass es jetzt regnet. Mann, ey, mein episches Outro, warum? Jetzt, wo ich einfach 500 Goldnuggets für jeden Abonnenten gesammelt habe und, by the way, mehr Level als Winning Time Abonnenten habe, checkt ihn gerne aus, damit sich das ändert. Jetzt bleibt nur noch eine Sache offen. Was mache ich mit den 12.000 Goldblöcken hinter mir? Und die Frage könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren beantworten, denn ich verabschiede mich. Lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Mit 7 Stunden Materialien sammeln, 5 Stunden bauen, 3 Stunden farmen und mindestens mal 4 Stunden craften, war das bis jetzt mein absolut aufwendigstes Video. Also lasst dafür doch sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe sehr, dass ich euch in einem anderen Video wiedersehe. Ciao!